Der Aufenthalt. Nee, warte doch mal zusammen. Ja, Babe. Der Aufenthalt in Anna Scheuner war. Okay. Ist. Okay. Mäh. Und bitte. Der Aufenthalt in Annas Scheune ist einfach der absolute Traum. Also hier kann man halt Dinge machen, die man zu Hause eigentlich so nie erleben würde. Zum Beispiel kochen auf offenem Feuer. Ein Urlaub mit Erlebnissen. Voll mit... Weiter? Mit was? Auf jeden Fall hat man ja immer ganz viel Spaß im Haus und auch im Feld mit den Gastgebern. Annas Scheune ist ein Ort voller Erinnerungen. Man merkt hier richtig, wie das Alte mit dem Neuen verbunden wurde. In jedem Ding steckt so viel Detail, dass man die ganze Zeit was Neues entdecken kann. Was steckt da wohl dahinter? Clever verpackt. Der Kühlschrank. Spüle. Der Unterschied zu anderen Airbnb-Wohnungen oder auch Ferienwohnungen ist halt, dass in Annas Scheune wirklich bis ins letzte Detail alles stimmt. Zum Beispiel, was mich immer extrem nervt, ist, wenn man Fleisch, Fisch, whatever zubereitet. In allen anderen Wohnungen sind die Messer kacke. Das und kann hier, ich nicht nehmen. Da steht eine Tüte. Ja, ist doch kein Problem. Da hängt meine Mütze, weil wir wohnen ja auch hier. Hier haben wir gestern bei einem schönen Winzer was eingekauft. So, denn genau, Winzer gibt es hier natürlich wie Sand am Meer. Man ist umgeben von Weinbergen, alles wunderbar. So, und jetzt zurück zum Messer. Die sind nämlich hier super geil. Die sind nämlich einfach echt scharf. Zum Beispiel gestern gab es Spargel. So wie du, mein Schatz. Danke. Zum Beispiel gestern gab es Spargel. Wir hatten leider keinen Spargelschäler. Aber jeder hatte eins von den unglaublich scharfen Messern. Und da haben wir dann halt hier einen Schälwettbewerb gemacht. Jackson konnten wir mit in Urlaub nehmen, weil in Annas Scheune nämlich auch Hunde erlaubt sind. Und dem hat es richtig gut hier gefallen. Und uns hat es auch hier gefallen. Ganz besonders auch deshalb, weil wir hier als Weinliebhaber verwöhnt wurden mit den besten Weinen aus der Region, die Ines und Thomas ausgesucht haben. Thumbs up! So, und das hier ist mein Lieblingsbereich. Hier oben ist die Lümmelecke in Annas Scheune. Erste Etage, auch wieder super geil eingerichtet. Ach so, hier hätte man nochmal Lichter machen können. Sieht das Ganze auch ein bisschen schöner aus. Ich liebe ja auch hier diese ganzen Bucket-Lichtschalter, ne? Da vorne auch. Die Ines ist natürlich beim Einrichten an alles gedacht, damit das Ganze hier auch stilecht ist. Und hier auch mein Highlight, die Rebstöcke überm Thron. I like. Hier ist es so unglaublich gemütlich, dass man sich sowieso immer morgens fragt, will man eigentlich aus dem Haus gehen oder lümmelt man auf dem Sofa rum? Ach. Also, einfach rundum perfekt, Wohlfühlatmosphäre. Hier kann man viel machen und Thomas und Ines sowieso mörp, der absolute die Besten. Hammer Gastgeber und Gastgeberin. Perfekt. Also. Kommt zur Annas Scheune. Buchholz, the place to be. Aua.